Hallo, liebes Exzessivpublikum. Heute mal wieder eine Folge Lass wachsen. Zusammen mit unserem Freund Ashish. Oder? Kuckuck. Und zwar will der Ashish demnächst ein leckeres Pesto machen. Und dafür brauchen wir unter anderem auch Basilikum. Und da wir viel Basilikum brauchen, haben wir uns entschieden, ein paar Basilikumstecklinge zu schneiden. Basilikumstecklinge schneidet man eigentlich genauso wie die verbotenen Hanfstecklinge. Das machen wir natürlich nicht. Und deswegen zeigen wir euch heute, wie man Basilikumstecklinge schneidet. Dazu brauchen wir eine Basilikum-Mutterpflanze. Davon die geschnittenen Stecklinge. Basilikum-Mutterpflanze habe ich übrigens aus dem stinknormalen Supermarkt-Basilikum gezogen. Und ich habe immer wieder die in einen großen Topf umgetopft und immer wieder die Blüten oben abgeknipst, die Blütenansätze, und dann sprießt der ganz herrlich. Wie hast du geschnitten? Wie hoch? Das erkläre ich gleich. Ich erkläre noch, was wir alles brauchen. Sorry. Okay. Dann brauchen wir noch Torfquelltöpfe. Das sind so kleine Torfplättchen, die kann man im Gartencenter oder im Growshop kaufen. Die habe ich eingeweicht in Wasser, dann sehen die so aus danach. Dem Wasser habe ich ein bisschen Wurzelkomplex zugefügt, damit die Wurzeln halt schon ein bisschen so Nährstoffe haben. Und natürlich brauchen wir ein kleines Gewächshaus, in das ich ein wenig Erde reingefüllt habe. Da stehen die Jiffis besser und die Feuchtigkeit hält sich ein bisschen besser. Und das Gewächshaus hat natürlich einen Deckel. Des Weiteren brauchen wir natürlich eine Gießkanne, die stelle ich jetzt auch mal beiseite. Und ganz zum Schluss brauchen wir noch eine Spritze, weil Stecklinge lieben es feucht. Zum Schneiden der Stecklinge brauchen wir noch Stecklingspuder und ein steriles Skalpell. Gibt es beides im Growshop eures Vertrauens. Ich habe die Stecklinge schon mal geschnitten. Und zwar habe ich ungefähr immer zwei Internodien, das heißt zwei Blattansätze genommen. Eine, die erste, und hier die zweite. Und habe ein bis zwei Internodien stehen lassen, sodass die Mutterpflanze in ein bis zwei Wochen wieder schön viele neue Stecklinge hat. Wichtig ist beim Beschneiden, dass man, wenn die nach dem Beschneiden oben nicht ganz gerade aussieht, dass man sie nachträglich gerade schneidet, damit sich die Stecklinge an allen Stellen gleich entwickeln und nicht irgendwo anfängt, einer, der ein bisschen raussteht, zu spargeln. So, dann habe ich die abgeschnittenen Stecklinge habe ich in ein Glas gestellt, damit sie ein bisschen die Stiele gewässert bekommen. Das macht die weich, und habe sie 20 Minuten stehen lassen. Von dem Stecklingspuder mache ich mir ein bisschen hier in den Deckel rein. Nicht zu viel. Geht so, dass das nicht so klunkig ist. Ich zeige ein bisschen. So, und dann geht es auch schon zur Sache. Und zwar, ich nehme mir einen Jiffy, Torfquelltopf, dann hole ich mir einen Steckling aus dem Gläschen raus. Der ist unten schön feucht, dann haftet es besser. Taucht jetzt richtig schön in Puder, sodass überall Puder dran ist. Und jetzt ganz wichtig, ich schneide die Schnittstelle nochmal schräg ab. Das ist ganz wichtig. Schräg abschneiden. So. Und ganz schnell hier rein, damit keine Luft drankommt. Dann drücke ich das aus. Dann steht er ein bisschen besser. Mach mir hier eine kleine Kuhle rein. Und drauf. Es gibt Leute, das machen vor allen Dingen Menschen, die Häuschen ganz voll stellen, die schneiden hier unten noch ein bisschen die großen Blätter ab. Das spare ich mir aber, weil wir brauchen ja nicht jetzt so viele Stecklinge. Und deswegen geht es auch durchaus ohne. Wer seine Häuschen sehr voll stellt, dem empfehle ich, die großen Blätter ein wenig zu stutzen. So, und weiter geht's. Jetzt immer so weiter. So, einen schrägen Schnitt. Nein, Entschuldigung. Willst du auch mal eine machen? Ja, oui. Ich mache einen. Okay. Und hier rein. Voilà. Okay. Ich nehme einmal. Zwei Internodien. Zeigen wir noch mal kurz in die Kamera. Guckt hier.
1, 2 Internodien. Können auch 3 oder 4 sein, je größer, desto besser. Aber 2 sollten es schon schneide sein. Schneide schräge? Schräge? Genau, schräg. Schneiden, schnell rein. Und schnell rein. Zack. So, dass er ein bisschen stecken, dass er hält. Sind ja Stecklinge, keine Wacklinge. Und zusammendrücken oben. Dann hält der Stiel noch besser. So ein Säckchen machen. Ja, ruhig ein bisschen fester. Oben zusammen, am Stiel. Mhm. So, dann hält er besser. Voilà. Voilà, genau. Erste Stecklinge. Genau, und jetzt machen wir weiter. Hanfparade war dieses Jahr nicht besonders gut besucht. Ich danke trotzdem nochmal ganz herzlich allen Exzessivzuschauern, das waren wohl die einzigen weit Angereisten. Da haben wir ein paar gesehen. Herzlichen Dank für die netten Worte und so. Keep on keeping, sage ich mal. Und ansonsten war die Hanfparade leider ziemlich leer und gegen Ende wollte sich die Polizei das auch am Potsdamer Platz irgendwie nicht mehr mit angucken. Da haben wohl auch einige Leute gekifft. Ich kann es zwar irgendwie verstehen, aber ich habe ja schon im Vorfilm zur Hanfparade gesagt, es ist nicht besonders schlau, Hanf mit zur Hanfparade zu schleppen. Naja, auf jeden Fall hat dann die Polizei das gemacht, wofür sie berühmt ist. Nämlich Leute, die sie beim Kiffen gesehen hat oder verdächtigt hat, dass sie was bei haben, kontrolliert, festgenommen und angezeigt. Im Falle gab es die schöne Schlagzeile, Drogenmissbrauch auf der Hanfparade. Das ist so ähnlich wie Gitarrensolo beim Musikkonzert. Aber dem ist halt so. Vielleicht kriegt man ja nächstes Jahr mal hin, dass man eine richtig schöne, große Veranstaltung schafft, bei der sich auch der Allerweltskiffer angesprochen fühlt. So, na, beschäftigen wir uns mal wieder mit den Stecklingen. Ich hoffe mal, dass die Stecklinge so in 4 bis 5 Tagen durchgewurzelt sind. Basilikum geht doch ziemlich schnell. Wir stellen die dann mangels eigener Möglichkeiten. Und weil es jetzt August ist, ist auch nicht mehr so lange hell. Im Juni könnte man die durchaus auf dem Fensterbrett stehen lassen, aber wir stellen die jetzt mal zum Sergej in Laden, unter so ein Lichtchen. Bei Kajagrau, weil da können wir uns sicher sein, dass die innerhalb der nächsten 4-5 Tage durchwurzeln. Hoppla. Und dass der Aschisch uns dann ein wunderbares Pesto mit Basilikum und Spezialeinlage macht. Ja, schön hier unser Outdoor-Studio, ne? Unser Berliner Outdoor-Studio. Der Basilikum ist übrigens auch kontrolliert biologisch angebaut. Der wächst und wächst und wächst. Aber für den Aschisch reicht es leider nicht. So. Ich glaube, ich habe sogar ein paar zu viele geschnitten, aber das macht nichts. Wir können ja gleich noch ein bisschen Tomaten essen gehen. Und dann machen wir uns einfach ein bisschen Basilikum dazu. So, fertig geschnitten. Dann machen wir wie jeder gute Handwerker erstmal ein bisschen sauber. So, das Wasser können wir ja auch schön entsorgen. So, was jetzt noch wichtig ist, ist die ganze Schose ein bisschen feucht zu machen. Sexuell, ne? Ja, mach mich nicht wirre. Der Franzose wieder, denken nur ans Pimpern. Franzacken, echt. So. Entschuldigung. Ja, nationalistisch werden. Ah, die Krauts. Die Krauts, die Kartoffelfresser. So. Knödelfresser und Sauerkraut. Sauerkraut und Wurst. Sauerkraut, Wurst und Knödel. Das ist mein täglich Frühstück. Weißt du, Aschisch? Was machst du da? Ich mach den Deckel von innen auch noch ein bisschen nass.
gerade wenn es so heiß draußen ist wie im Moment hier, ist das gar nicht schlecht. So, habt ihr gesehen, ich habe die Basilikumstecklinge ein bisschen nass gesprüht, ich habe den Deckel ein bisschen nass gesprüht. Das kühlt von oben noch ein wenig. So, dann gucke ich, dass ich keines der zarten Blätter eingequetscht habe. Da gucke ich auch extra mal, dass der Deckel gut sitzt. So, und ganz am Anfang mache ich die Deckelchen oben zu. Ganz wichtig. Ab jetzt einmal am Tag sprühen, Deckel ab, bisschen frische Luft zuwedeln, ein, zwei Minuten offen lassen, Deckel wieder vorsichtig drauf. Die ersten beiden Tage bleiben die Deckelchen komplett dicht, zwei Tage dicht, nur einmal am Tag lüften. Danach werden die Deckelchen peu à peu aufgeschoben, jeden Tag so einen halben Zentimeter. Und nach 5 bis 6 Tagen sind die Deckel dann ganz auf. Währenddessen wird jeden Tag gelüftet und gesprüht, wie ich das eben schon mal gesagt habe. Und jetzt müssen wir eigentlich gar nichts mehr machen, außer die Dinger zum Sergejinskaja zu bringen und die da unter eine Leuchte zu stellen. Gucken, was er gerade für eine Leuchte frei hat. Also, wir sehen uns zur nächsten Exzessivfolge. Da gucken wir dann, wie die Basilikumstecklinge aussehen. Und ich wünsche euch noch eine chillige Woche. Ich werde am Wochenende auf ein Reggae-Festival fahren, hoffe ich. In Bersenbrück. Bersenbrück, auch. Ja, sehr bekannt, ja, sehr gut. Und wir sehen uns dann nächste oder übernächste Woche. Mal gucken, wie schnell die sind. Grüße an alle Exzessiv-Zuschauer, die auf der Alfparade waren. War super. Ja, ich danke auch nochmal ganz herzlich und bis zum nächsten Mal. Voilà. Ciao. Tschüss.